Was abwürgen, Alter? Kickdown. Was ist denn da los? Gleich geht der Airbag los, Alter. Mann! Wie schnell darf man jetzt hier fahren? 100. Du bist ein Fahrschüler, dem ich voll und ganz vertrauen kann. Deswegen traue ich mich jetzt auch, mein Brötchen zu essen. Was geht ab, Freunde? Egal. Da ist die dicke Luft. So, stehen wir. Ne, ist der dritte. Ja. Schneide ich auch aus. Ja, nee, ist nur geschnitten. Gut. Nur geschnittene Version. Schön locker. Wichtig ist bei all diesen Moves, die du machst, ja, und auch wenn du Entscheidungen triffst, mach die nie hektisch und schnell. Und die gehen aber, glaube ich, bei 100. Ja, ja, 120. Irgendwie ja, so in diese Kältekammer. Ja, 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 so für Muskeln. Ist mega und, krass. Und was weiß ich nicht, was sein. Ne? Wieder Ortsausgang? Wieder 70. Alter, das ist richtig krass. Ich war 5 Minuten bei minus 90 Grad. Ich verlinke das Video mal da oder da oben, weiß ich noch nicht. Krass. Ja, ey, richtig gut. Das Einzige, was ich habe, ist so eine kleine Brandblase hier unten. Mhm. Weil ich habe so sexy Crocs angekriegt und eigentlich sollst du da so Socken anziehen, so hoch, aber ich habe nur so Sneaker-Socken gehabt. Ach so. Dann, wenn du so diese dünnen Hautstellen hast, ja, ja, da irgendwann bei minus 90 Grad. Klar, dann hast du da auch Verbrennung, ne? Ja, ja, genau. Das war richtig krass. Richtig krass. Aber ich habe mir das hier in Lünen? In Kamen. In Kamen. Ja. Guck mal, die Bremslade. Reagier direkt drauf. Sehr gut. Guck mal, jetzt 40, 5, vierte Gang passt nicht. Nimmst den dritten. Ist gleichzeitig das Dröhnen weg. Mhm. Und du kommst wieder frischer weg hier. Genau, all or nothing. Ja, das, ich habe mir das angeguckt von dem Football, das ist ganz geil. Habe ich versucht, habe ich null gerafft. Ich ja, die, gut. Ich fand all or nothing ganz geil, mit City so, ne, und dann, boah, und die Spiele und alles und Adrenalin. Ich habe es immer im Fitnessstudio geguckt, das war ganz geil. Aber im NFL habe ich dann gedacht, cool, guck's mal weiter. 5 Minuten habe ich gar nichts mehr gecheckt. Ja, gut. Wir müssen den 45er auf den Dreier-Time. Alter, wir haben das dritte Back verloren. Hol den Quarterback zurück. Ihr Zug noch so geplant, verdammte. Nee, ich fand die Atmosphäre einfach in so einem Football-Team. Das wollte ich einfach mal sehen. Ja, das stimmt natürlich. Das ist nicht schlecht, ja. Aber ich habe eine Doku darüber gesehen. Ja, 100? Ja. Genau, jetzt kannst du drücken. Drück erstmal drauf. Ich habe mich durch noch nie getraut, ganz durch die. Gehe ich im 5. Jahr, ne? Probier. Aber rollen lassen dabei. Genau. Ja, meinst du, wenn du drücken zurückgehst, tut weh? Fall die Fahrer noch rein, 100. Ja, musst du drücken. Verdammt, ich schneide den gleich ab hier, ey. Was ist denn da los? Gleich geht der Airbag los, Alter. Mann! Guck mal, jetzt geht er. Nee, doch nicht. Ach, das ist der zweite. Das ist der zweite. Das ist die Fans. Vierte wollt's wahrscheinlich, ne? Einfach gerade nach unten ziehen. Immer gerade nach unten ziehen. Oh. Du bist ein Fahrschüler, dem ich voll und ganz vertrauen kann. Deswegen traue ich mich jetzt auch, mein Brötchen zu essen. Zack, und schon fährt er 80. Läuft. Okay.
TikTok nicht. Scheiße, das war einer meiner ersten Kommentare, die ich auf YouTube hatte. Ich habe so ein Video gemacht über Abwürgen, wie man irgendwie nicht abwürgt und so. Einer hat drunter geschrieben, was abwürgen, alter Kickdown. Richtig gut, richtig guter Call. Jetzt wird's das cool. War, glaube ich, nicht. Guck mal, das ist zu früh für den zweiten Gang. Ja. Lass einfach so rollen, ja. Weil du halt noch bei 40 bist. Mhm. Wenn du jetzt im zweiten wärst und würdest die Kupplung loslassen. Ja, irgendwie habe ich gesagt, die ganze Geschichte, die kommt hier früher. Bleibst noch ein bisschen. Weit gucken. Und erst zu gefährlich. Also erster Gang. Und langsam wieder lösen und wieder ein bisschen Gas. Fahren wir raus. Dritte. Achso. Dritte? Mhm. Richtig clever aus, wie ich hier so Brötchen esse. Richtig wertvoll. wie schnell wir fahren? Oder? Ja. So häufig und hab gesehen, dass da noch einer von denen kommt. Ja. Das ist aber fies. Ja. Die wollen halt nicht, dass du mit 100 in den Kreisverkehr ballerst. Weil sonst machst du nämlich Cobra 11-mäßig, fährst du direkt drüber. So. Und immer wenn Fußball nichts sagt oder ich nicht immer geradeaus, schaffen. Warum weiter? Der ist weit genug weg. Genau. Sehr gut. Hast du ein Schild gesehen eigentlich? Nee. Ich auch nicht. 100. Wollte ich gerade fragen, ist ein Kreisverkehr quasi eine Kreuzung? Ja. Wirtschaftliches Fahrzeug. Ja, das bei dieser Geschwindigkeit nicht überholt werden darf. Gibt es Fahrschüler, da isst du kein Brötchen, sagst du? Keine Chance. Ne? Nein. Klare Aussage. Es gibt Fahrschüler, da bin ich bereit wie Rocky. In der letzten Runde. Da würdest du dein Bein auch nicht anwinkeln. Nein, da kann ich mein Bein nicht anwinkeln. Okay, alles klar. Wenn ich da mein Bein anwinkel, das ist wie Sheriff ohne Patronen, weißt du?
sieht gut aus und kann nichts. 50 ist der dritte, ne? Ja. Würdest du runterschalten jetzt, oder? Würdest du das nee, lassen? Bleib im vierten, lass rollen. Aber ich find's krass, dass ein Trecker irgendwie knapp 60 fährt. Schon nicht schlecht. Ja, voll am Abbremsen, ja, kannst nichts machen. Du dürftest, wenn du jetzt mal auf das Schild da oben rechts guckst, ne? Das ist hier 70, Überholverbot, und darunter Trecker dürfen überholt werden, ne? Mhm. Ja, das ist so ein bisschen trügerisch, weil das Blöde an dieser Sache ist, dass du Trecker überholen darfst, ja? Alter, der hat den krassesten Brad Date mit Handbrille auf. Dass du Trecker überholen darfst. Das ist ein Video nochmal. mit 25 km/h. Ja, also du darfst nur. Also der müsste wesentlich langsamer fahren. Damit du den überhaupt überholen darfst. Ja. Ah, jetzt habe ich das auch nochmal gemacht. Ist auch gut so, weil jetzt ist ja auch abgehauen. Dann können wir auch Gas geben. Wenn die Gas geben. Wenn nicht, dann nicht. Aber dann hast du Trecker-Feeling übernommen. Jetzt auf so einer Landstraße mal krass, dass da Leute voranfahren. Wo fahren die hin? Ja, es gibt halt welche, die haben auch nur das, ne? Ja gut, aber wo fahren die hin? Hier ist nichts. Das ist halt die Frage. Also ich verstehe es. Ja. Aber, also so Rennradtypen, okay. Die möchte man hin? Trainieren dann da und so. Aber jetzt so eine Frau mit so einem Einkaufskorb. Vor allem, wo kommt die her? Ja. Wo gehen die hin? Fragen über Fragen. Genau, mach einfach. Du merkst ja schon. Und rappelt schon wieder. Ja. Weißt du, was die 235 über dem Vorfahrtsstraßenschild sind? Ist das nicht die 200, also die Straße? Ja, 235. Bundesstraße einfach. Ja. Bei uns hast du oben die 236. Das ist die 235. Aber sag mal, was war das andere Schild? War das ein welches? War da drunter noch ein Schild? Mit 50? Ja. Da drunter war noch nicht mit 50. Ja, ja, bin jetzt nicht so drauf geachtet. Sportlich ist nicht schlecht. In der Prüfung später musst du das hinkriegen, dass du so alle zwei, drei Mal in der Minute in den Innenspiegel guckst. Okay. Während der Fahrt. Mhm. Aber nur in dem. Die komplette Show brauchst du nicht machen. Ja. Das hier reicht. Mal sitzen, ne, mit dem auch mit diesem Schulterblick im Kreisverkehr und weiß nicht, diese ganzen Geschichten. Ja, diese Routine einfach da rein. Oh, jetzt glaube ich, jetzt läuft hier. Muss ich einfach sitzen, die Sache. Dann. Zack. Macht aber noch so was. Ja, muss ich einfach sitzen. Ja. Machst du halt 20 Mal und dann geht's. Ja. Manchmal musste man, glaube ich, auch noch überlegen, wie eine Schleife geht und irgendwann. Also ich weiß heute noch nicht, mal Klo. Ich habe heute nochmal über dieses Unterbewusstsein, was du mir gesagt hast. Ja. Weil ich halt so beim Fahrrad, ne, alleine dann freihändig fahren, mir die Jacke dabei rausgesucht, Zigarette noch angemacht. Ja, und ja. Du denkst halt auch über dieses Gleichgewicht halten nicht mehr nach. Gar nicht, ne? Da bist du komplett raus, guck mal, ja. Uns Eingang. Alles 15. Und das Gleiche passiert dir hier. Am Anfang musst du so überlegen, hier Kupplung langsam kommen lassen. Wo ist nochmal der Punkt? Selbst wenn du einen Führerschein hast und du holst dir nachher einen Benziner. Ja. Ja, meine Frau hat mir das halt auch nochmal gesagt. Sie sagt, mach dich nicht verrückt mit dem Abwürgen. Ja. Selbst wenn ich jetzt nochmal ein neues oder auch, ne? Ja, also manchmal. Sänger zu mir auch noch gesagt. Ich sag mal, manchmal sonntags morgens beim Bäcker würge ich die Karre auch noch ab, wenn ich noch nicht ganz wach bin. Mhm. Du stehst da drin, buff aus, denkst so, oh nee, das war so, also ist egal. Ja. Und links weiter. Zack, zack, zack. Cool. Sauber, wenn du jetzt auf die Ampel guckst. Also kriege ich noch nicht grün. Genau. Du brauchst halt kein Radfahrer, kein Ding ins Nix. Ich kann das nochmal, wenn ich hier
bisschen gelenkiger wäre, könnte ich einfach so die Ampel nochmal mit dem Pfeil hier drauf nehmen. Wow. So, der wird jetzt grün, du brauchst keine Angst vor dem Gegenverkehr haben, obwohl die da kommen. Und dann fährst du einfach locker durch. Vielleicht nicht ganz so schnell, weil du ein bisschen Kontrolle brauchst über das, was hier abgeht. Also ich bin mehr Fan von Kontrolle als von Glück, deswegen. Guck mal, du siehst nicht, was hier hinter ist, also locker. Ja, kein Gas mehr gegeben. Genau. So, und dann müssen wir jetzt gleich eine geeignete Stelle finden zum Umkehren. Tick ruhig an. Genau. Da ein bisschen rechts rüber. Drück mal die Kupplung kurz und bleib mal stehen. Und der Puffer, der sagt, suchen Sie eine geeignete Stelle zum Umkehren aus, ne? Ja. Da musst du immer schauen, dass du irgendwas findest, was wirklich easy ist. Dürfen wir, das ist ein Falle jetzt, ne? Dürfen wir hier rechts fahren? Ich mach das Schild mal auch mal, damit man das so kriegt. Sieht man das dann auch auf der Kamera? Ja, nee, eigentlich ist ja immer rotes, rot rum heißt ja eigentlich immer eher nein, ne? Rot rum heißt immer nein, genau. Also das ist so ein Schild hier, das ist so ein Warnschild. Ich würde jetzt sagen, nein, wir dürfen nur links fahren. Genau. Und wenn du dir jetzt irgendwie, das so, wenn du sagst, ja, alles klar, habe ich gecheckt, kehre ich um, fährst da rein, drehst irgendwie um, bist du durchgefallen. Hm. Weil der will ja an dieser Stelle eigentlich nur, dass du die Schilder lesen kannst vernünftig. Ja. Okay, dann fahren wir erstmal links rum, aber nur langsam. Genau. Ja. Und jetzt hätte man ja hier diese Möglichkeit, siehst du das? Also hier ist kein rechts vor links, brauchst du nicht vorsichtig sein, du hast Vorfahrt. Wegen dem Bordstein, weil der Bordstein durchgeht. Siehst du das? Abgesenkten Bordstein. Ja. Bleib auch rechts. Ja. Gerade werden, einfach gerade und stopp. Als würdest du einfach stehen bleiben. So. Jetzt Blinker rechts. Ja. Rückwärtsgang. Cool. Dadurch, dass du den Blinker gemacht hast, weiß der Kumpel schon, was geht. Und jetzt fährst du einfach langsam hier so rückwärts zurück. Genau. Lass dir Zeit, mach nicht ganz so schnell, langsamer. Und guck mal wieder runter. In Ruhe schon einschlagen. Ich glaube, der macht eh das Tor zu. Genau, langsam, lass dir Zeit, langsamer. Noch weiter, ganz in Ruhe. Korrekt, und dann schön langsam weiter. Sehr gut. Zack. So, und jetzt, genau. Erster Gang. Cool. Und dann ziehst du langsam wieder rum. Jetzt nach rechts gucken, nochmal ganz kurz. Ja, voll die Challenge hier. Und jetzt kein Gas, weil wo müssen wir jetzt lang? Rechts. Genau. Denn da darfst du nicht rein. So was zum Beispiel, da geht es ja nicht wirklich um deine Fahrzeugbeherrschung. Zweiter Gang. Da geht es einfach darum, der Puffer will sehen, wie frisch bist du in der Birne. Also eine, so ein Ding bauen die immer ein, oder was? Ja, klar. Also auch zwei oder drei. Da an der Ampel links. Bitte. Guck mal, wir fahren an dieser Ampel links und an der nächsten Ampel wieder links. Mhm. Ich sehe schon, da kriegen wir nicht. Ja, ist richtig. Normalerweise. Wenn du fährst und du hast mehrere Fahrstreifen, ja, dann nimmst du von den zwei Fahrstreifen oder drei immer den rechten. Mhm. Weil es am einfachsten ist. Okay. Dadurch, dass du jetzt die Information hast, wir wollen hier links und an der nächsten Ampel wieder links, macht das halt keinen Sinn. Ich zeig dir gleich, wenn wir hier rumfahren, nochmal, wie ich das meine. Mhm. Probier ruhig direkt zweite Gang. Genau. Und normalerweise wäre man auf der rechten Spur gelandet. Kein Gas. Normalerweise wärst du auf der komplett rechten Spur gelandet. Ja. Weil die geradeaus geht und auch immer geradeaus weitergeht. Ja. So, nicht schalten. Chill. Warum? Weil wir noch nicht stehen. Wenn die Ampel auf grün gesprungen wäre, hättest du im zweiten Gang weiterfahren können. Alles klar. Und sonst müsst ihr hier irgendwann nur noch. Bist du noch am Rotieren dann? Ja, alles klar.
Und einer der Gründe sind auch die Synchronringe im Getriebe. Aber das ist jetzt, das macht halt wenig Sinn, da jetzt da tief zu bohren. Deswegen. Also zerschrotte ich dir gerade dein Auto. Nein, er hat schon 200 gelaufen, der hält das aus. Aber. Ja, aber ist ja trotzdem nicht gut. Genau. Kann man ein bisschen halten. Ja, also ist einfacher, wenn du dir das merkst, dass das mit der Ampel kombiniert ist. Weil wenn du siehst, dass die nochmal umgesprungen wäre, dass einfach weiterfahren können und du sparst dir damit eine Menge Zeit und Arbeit. Genau. Wenn du dann mal auf das Schild guckst, wir fahren dann Richtung Lünen weiter. Ich will mich nicht so beeilen, weil du musst eher alles noch abklappern. Genau. Keine Kupplung. Jetzt nimm mal den Fuß ganz weg von der Kupplung. So. Und jetzt guckst du geradeaus und wenn da keiner kommt, gibst du Gas ein bisschen zurück, dass du die Kurve locker kriegst. Brauchst du ein bisschen Motorbremse noch. Und dann gehst du locker hier rum. Wie schnell darf man hier fahren? 50. Ja. So langsam, makes sense, ne? Mhm. Und jetzt weniger Gas, weil du nichts siehst. Das ist halt eine ziemlich steile Kurve, aber du dürftest 50 fahren. Und du musst jetzt deine Geschwindigkeit den Verhältnissen hier anpassen. Ja. Die laufen doch, die sind doch ganz gut. Siehst du die Ampel? Ja. Vorausschauen, wieder fahren. Genau. So, was ist eigentlich hinter dir los? Nix. Aber gerade warte mal nach. Nix ist immer gut. Ja, das ist immer. Also, es gibt einem auch ein gutes Gefühl, wenn du immer wieder hinten reinguckst und du merkst auch gut, alle weg. Ja. Fahr mit dem Daumen brechen oder so, ne? Ist da mal was richtig? Ist das richtig? Nee. Habe ich falsch gehört? Nein. Also du kannst passieren, wenn den Reifen platzt, du ziehst halt so rum, so hast du das alles im Griff. Ja. Yeah. Aber du musst dir halt vorstellen, wenn du halt so fährst, bei deinem eben Lenkrad, und dir fliegt jetzt rechts oder links das Rad weg, das Lenkrad, ja, dann kannst du nur noch Ching Chang Peng machen, aber da hast du nichts mehr im Griff. Das gleiche ist halt, wenn du nur mit einer Hand oben fährst. Das sieht gut aus, ich fahre auch oft so. Versuche das halt immer nur dann zu machen, wenn ich Situationen meine, kontrollieren zu können. Das heißt also so wie jetzt, wenn ich sehe, okay, hier sind keine Kinder, hier ist kein Fasan, hier ist nichts, dann fahre ich auch mit einer Hand und lege die andere Hand runter. Wenn ich auf der Autobahn mit 180 fahre, dann mache ich bestimmt nicht den hier, weil wenn mir da ein Reifen platzt, wäre ganz cool, wenn ich das Auto noch irgendwie abfahren könnte. Das kannst du halt nicht, wenn du da Indiana Jones mäßig die Hand fährst. Ortseingang. Das 50-Schild steht nur noch mal aus Nettigkeit da. Oder für die, die rechts rauskommen, oder nicht? Die sind ja schon in der Stadt. Ja. Müsste nicht, weil die in der Stadt sind. Mhm. So. Komm zu mir. Nein. Ist ja noch ein bisschen was fürs Video. Achso. Bin noch gar nicht fertig. Wir fahren ja noch ein bisschen rechts vor links geht's ab. Okay, ein bisschen links rüber. Kupplung ganz durchdrücken. Zweite Gang, wir fahren nämlich links weiter. Ruhig noch ein bisschen bremsen, dass du mehr Zeit hast. Spiegel gucken, Blinker, roll weiter, nicht stoppen, roll weiter. Kein Gas, nochmal, also links kommt kein Fahrrad, ne? So, dann oben rechts 30-Zone. Das heißt hier in der gesamten Gebiet. Das heißt, egal was jetzt passiert, rechts oder links, alles 30. Ja. Und jetzt kommt wieder rechts vor links. Du musst jetzt entscheiden, sehe ich was oder sehe ich nichts. So suboptimal, oder? Ja, es ist so gemischt. Cool. Das war aber jetzt, guck mal, im zweiten Gang, okay, du hast kein Gas gegeben und nicht gebremst und vom Gefühl her hättest du bremsen können, wenn jemand gekommen wäre. Mhm. Zwar jetzt nicht mit dem besten Reinschauwinkel, aber das wäre okay gewesen. Okay. So, ja, jetzt hier überholen ist halt nicht, ne? Nee. Es ist übrigens verboten, wenn zwei Fahrer dann nebeneinander fahren, wenn die dann den, also die dürfen nicht nebeneinander fahren, wenn sie den fließenden Verkehr behindern. Ach so. Ich finde das ein bisschen komisch, dass ich sowas weiß, weil echt eine Information. Bitte können Sie hintereinander fahren? Weil das glaube ich so wie, wenn du Bademeister bist und du musst die Kinder aus der Rutsche. Hört ihr auf mit Stau machen? Nee. Knall dir gleich eine, du.
rechts fahren wir weiter. Rechts. Jetzt pass auf, Spiegel gucken, Blinker, Schulterblick, kannst du was sehen? Nee. Dann Antwort, Kupplung, Bremse, erste Gang. Damit du, lenk schon mehr, damit du kontrollieren kannst, wenn jetzt hier Kids spielen, einer sein Auto überbrückt oder was weiß ich. Ja. Damit du das einfach kontrollieren kannst. Also auch beim Einfahren in so immer. Eine Straße. Du kannst dir das immer, diese Information, immer so picken, sehe ich was oder sehe ich nichts. Auch ja. bei, also auch wenn ich von der Vorfahrtsstraße komme? Oder war das jetzt nur wegen dem Rechts? Ja, also wenn du von der Vorfahrtsstraße kommst und du fährst in eine Straße, in der du nicht siehst, was da abgeht, ja. macht es ja wenig Sinn, da rein zu ballern und auf gut Glück eventuell Kinder umzufahren oder auch nicht. Ja gut. Ja. Darum geht's. Ja. Es geht nicht ums Dürfen, obwohl da wird nochmal gefickt hier. Es geht nicht ums generelle Dürfen, sondern eher darum, macht das Sinn, kann ich das kontrollieren? So wie jetzt zum Beispiel, jetzt kommt hier wieder rechts vor links. Du musst jetzt entscheiden, siehst du was? Dreh mal die Kamera so ein bisschen. Nee, löst die Kupplung, da ist die Motorbremse, kommt niemand, guckst wieder geradeaus und weiter geht's. Dann hast du alles richtig gemacht. Ab wann darf ich dann Gas geben? Scheitelpunkt, so an der Mitte. Vorher ist halt Käse, kommt dann nochmal einer mit dem Moped angeballert. Das stehst du schon wieder. Und teilweise dachte ich jetzt. Ja, ist spannend hier, ne? Sieht alles aus, als wäre hier überall eine Straße, ne? Auf jeden Fall. Ich dachte nämlich, hier wäre jetzt auch einer, oder? Ja. Deswegen sind halt auch diese 30 Zonen viel schwerer als Landstraßen. Mhm. Hier musst du ein bisschen Lüge Aufmerksamkeit haben. Einfach aufpassen. Genau. Ruhig noch ein bisschen mehr bremsen. Hast du das jetzt zu früh geschaltet, dann hat das so Klock gemacht. Hast du es gemerkt? Jo. Genau. Das wäre nicht passiert, wenn du erst gebremst hättest und dann geschaltet hättest. Erst gebremst? Ja, also erst runterbremsen auf, keine Ahnung, 10 km/h. Achso. Und dann ja, den ersten Gang. Du wirst, wenn du das gleich am Ende machst, wirst du auch merken, der erste Gang, der geht richtig so buttermäßig rein. Genau. Am Ende gleich links. Fertig schon. Siehst du was? Hm. So, Kupplung. Guck mal, jetzt bist du langsam. Guck mal, wie der erste Gang jetzt reingeht. Ja. Zack. Und rum. So, ich habe noch nichts geguckt. Das ist ja auch eine super breite Straße. Ach, 11 Minuten. Ja. Sauber. Ja, läuft das. Guck mal, mein Nachbar macht da hier die Gärten auch fertig. Echt? Jo. Der. Hast du so einen Hobbygärten als Nachbar? Ja, weiß nicht, ob das ein Hobbygärten ist. Aber sieht ganz gut aus, wenn du den Rasen schneidest. Scheint er aber bei mehreren zu machen. Schwarzarbeit! Schneide ich raus. Und stopp, einfach stopp. Genau. So, dann locker, erste Gang und langsam weiter. Korrekt. Tolles Moped. Kennst du dich aus damit? Also ich erkenne am Modell, wie viel PS das hat und dann weißt du, krasser Shit oder geht so? Ich weiß nur, ich kenne nur einmal diese R1. Ja, dieses ja, krasser genau. Shit. Auf jeden Fall. Ja, das ist so noch ein bisschen schneller. Okay. Genau. Und dann links weiter. Kannst du was sehen? Medium, ne? Oh, shit. Cool, alles gut. Ist ja rechts vor links und so, du hast es ja drauf. Ein bisschen hier rechts, so, genau. Jetzt kommt wieder eine Straße, musst du wieder entscheiden, erster oder zweiter Gang. Guck mal, beim ersten Gang bist du jetzt cool hier, weil du halt reingucken kannst, kommt keiner, dann ab dem Scheitelpunkt, gibst du wieder Gas, geht's wieder ab. Ja, wollen wir nicht viel Gas geben. Würdest du jetzt hier den zweiten schalten? Ja. Okay. So, jetzt rollst du locker weiter. Und jetzt wieder Kupplung, Bremse, erster Gang. Und wieder so bleiben. Ja, es ist so. Check, Kupplung lösen und wieder Gas. Macht man als Fahrsteller selten, weil man da keinen Bock drauf hat. Und wieder zweite Gang. Obwohl da schon die nächste Straße kommt. Man denkt, sehe ich doch. Ja. Aber du sollst halt auch nicht schaltfaul sein. Ne? Und da gibt es dann dieses frühes Hochschalten, spätes Zurückschalten, umweltschonende Fahrweise und wieder erste Gang. Langsamer. Sonst haut der erste Gang jetzt rein. Genau. Ja. Da gibt es ja so auf 10 km/h oder was? 10, ja, 11, 12? Genau. Nimm einen zweiten und gib kein Gas mehr. Einfach eine Kupplung lösen, Hände wieder hoch. Wollt schon den hier machen, sehr geil. Ja, manchmal, Entschuldigung. Ja, passiert. Die Gene. Ja. So wie in Holland, hab ich dir gesagt, Alter. Ja. Direkt, zack, raus. Weißt du, wo der so langläuft.
was auch? Rechts weiter? Quatsch. Check. Check, check. Und dann Blinker. Genau. Gucken ganz durch. Ein bisschen links rüber. Und locker. So, jetzt machst du wieder eins, zwei, drei und dann schleifst du dich langsam nach vorne. Und mach ruhig den Blick erstmal weit nach links, dass du siehst, kommt da einer, kommt da keiner. Schleifst du so langsam weiter. Und dann locker rechts rum, aber locker. Genau. Zack, und zack. Straße, kannst du im zweiten Gang hier rein, weil da keiner kommt. Wenn da jemand gekommen wäre, Kupplung und Bremse, erster Gang. Passt das. Schulterblick, genau. Das war schon so eine leichte Routine dabei. Ganz jetzt warte aber. Jetzt geht ja, auf jeden Fall. Check nochmal hier den Spiegel und wieder stoppen. Rechtzeitig stoppen, auch nicht zu nah dran fahren, weil sonst musst du hier so ein Zorro-Zelt hier rausfahren. Willst du den jetzt anarbeiten? Da kommt noch einer. Nein, kann ich nicht sehen. Gut, ich habe jetzt mich dafür entschieden zu warten. Scheiße, direkt noch einer. Ja, aber er hinter dir wartet halt auch, was soll er machen, ne? In beide Hände. Ja, hast du gemerkt, ne? Ja, ja. Choreografie. Ist die Frage auch beantwortet? Kein Gas? Vorhin hatten. Am Unfall. Keine Kupplung jetzt. Leg die Füße nur drüber, guck rein, roll weiter und tschüss. Wieder Spiegel, wieder Schulterblick, Schulterblick. Muss dabei sein. Genau. Wieder Spiegel, wieder zurück. Genau. Und jetzt nochmal hier die Party. Blinker rechts. Keine Kupplung. Wenn kein Auto kommt, mach keine Kupplung. Guck so ein bisschen in die Straße schon rein und dann siehst du, okay, kommt keiner, kannst du dir das im zweiten Gang leisten. Sehr gut. So, dann links rum, aber jetzt im ersten Gang, weil du gar nichts siehst. Ruhig bremsen. So, dann gucken wir, wo soll ich hier links drauf fallen? Hier links? Ja, cool. Dann mach direkt wieder Kupplung, damit er nicht so drauf schiebt. Ja, also Kupplung durchdrücken, war richtig. Und jetzt schleifst du langsam. Ach so. Weil wenn du das nicht gemacht hättest, wären wir so A-Team-mäßig hier drauf gefallen. Genau, das ist das Zeichen für jetzt reicht's. Danke, die Ecke ist da. Geh den Gang raus. Handbremse anziehen. Ups. Ups. Sauber. That's it. Wird schon besser. Wird schon besser, gut, ne? Ja, vor allem mit dem... rechts vor links oder beziehungsweise auch dann diese ganzen... Also erstmal die Kreisverkehrgeschichte, die hast du ja jetzt schon mal viel besser abgeruckt. Mhm. Am Anfang hast du ja so gesagt, so oh, weiß ich nicht und oh. Nee, ich muss mir diese Ruhe, ich bin total bescheuert. Ich weiß nicht, ob das vielleicht tatsächlich daran liegt, dass ich halt viel, sag ich mal, mit genervten Autofahrern, die jetzt auch keinen Bock auf Fahrschule oder sonst was haben, ja. Gefahren bin, aber ich muss mir einfach die Ruhe antun. Ich habe immer das Gefühl, ich muss, ne, der hetzt von hinten so. Ja, aber das haben alle Fahrschüler. Also die das kann, ja. Ist so. Also ich habe vor dir noch eine erste Fahrstunde gehabt und die haben halt immer Paranoia, dass von hinten, man will nicht die Leute aufhalten. Ja, yeah, so in etwa. So. Und dann der Anführer der Schlange, der Kolonne vorhin. Katastrophe, ja, haut ab. Wo wollt ihr alle hin? Das musst du komplett aus deinem Kopf streichen. Das ist komplett Latte, weil das behindert dich beim Lernen. Ja. Also wenn du das im Kopf hast, denkst du eher darüber nach, scheiße, die gehen mir auf den Sack. Ja. Als dass du, was muss ich nochmal machen? Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick, wie schnell ist hier nochmal? Hast du gar keine Zeit, darüber nachzudenken, weil du mit dem Kopf immer noch da hinten bist. Also das... Schmeiß weg, du brauchst dich auch nicht. Aber Kreisverkehr lief gut. Ja. Jetzt am Ende diese Rechts-vor-Links-Schiene, hast du ja selber auch gemerkt, die kannst du schon gut kontrollieren. Also du hast ja gerafft, wann nehme ich den ersten, wann nehme ich den zweiten und wie kriege ich diese Kurven. Ja, und Sinn und Zweck dieser Überlandfahrt ist halt, dass du es schaffst, bei diesen hohen Geschwindigkeiten das Ganze hier gerade zu halten. Ach so, ja. Okay. Und vernünftig einzuschätzen, kann ich den überholen, kann ich den nicht überholen. Ja. Cool.
Sehr geil. Haben wir eigentlich schon die nächste Stunde? Nee. Ja, die planen wir dann jetzt. Hier. Aber bevor wir die planen... Vergehen. Ich guck trotzdem bei mir mal rein. Und dann schicke ich dir eventuell einen Screenshot oder so. Ja, nee, weil ich wollte eigentlich... Ich habe nächste Woche Urlaub. Nice. Und eigentlich wollte ich mir jeden Termin greifen, den du hast. Ja, dann mache ich mit dir irgendwie so einen Sonderdeal, dass wir das dann auch... Kann ich das hier auch noch filmen? Und dann... Kriegen wir das? Wie gesagt, ich habe jetzt einfach nur gedacht, weil ich jetzt Urlaub und dann wollte ich aber nicht so lange zwischen Fahrstunde und Prüfung auch, haben. Ja, macht auch wenig Sinn. So, das macht muss ja ein bisschen Sinn. Drin bleiben. Genau. Und was ich dir noch fragen, weißt du zufällig Verkehrsübungsplatz? Ja, in Recklinghausen. Recklinghausen, gut, da habe ich richtig im Kopf. Fahre ich nächste Woche mit meiner Mama auch mal eben. Kannst du machen, könnt ihr parken üben. Ja. Den Rest kannst du schon besser als alles, was auf dem Übungsplatz gibt. Okay. Aber parken, wenden, umkehren und so, das kannst du da machen. Ja, alles klar. Cool. Fahre ich dann mit meinem alten Benz mal hin. Sehr geil. Sehr geil. Cool. Ist aber dann kein Diesel. Ich würde wahrscheinlich ein paar Ruckler geben, was? Ja, pass auf. 50% Kupplung nur. Merkt ihr das? 50% Kupplung nur? Ja. Nicht wie hier, sondern nur mit 50%. Beim ersten Gang. Nicht ganz loslassen, sondern nur 50%. Also die, das ist so eine, die, das reicht. Die behältst du dann? Oder ja, so dann geht weit unten. Genau. Okay. Sobald die Kupplung kommt, nicht ganz loslassen, sondern nur die 50%. Nicht den hier. Ja, ja, dann schaffst du das, klar. Dann kannst du damit gut fahren. Okay. Cool, ansonsten Fazit, war eine gute Stunde. Ein paar haben wir noch vor der Brust. Ja, gucken, ob wir die Prüfung werden wir wahrscheinlich nicht filmen können. Aber dann danach. Ja, wenn er das erlaubt, mir ist das Latte. Nee, ich glaube, wenn's funktioniert, ja, was nee, los? Das ist mir scheißegal dann, ne? Nee, ich glaube, der Prüfer hat da keinen Bock drauf. Aber irgendwie sowas drehen wir dann schon mal. Soll er sich, machen wir hier noch ein Brett, Alter, dass er nicht. Sieht er auch nicht so viele Fehler. Setzt ihm so eine Conor McGregor-Maske auf. Wir schneiden ihn raus. Jawohl. Alaska. Das war's. Ja, Fahrstunde mit Simon. Freunde, nicht vergessen, liken und abonnieren. Ja, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, gebt euch den Schack. Wenn nicht, gebt euch das gar nicht. Direkt weiter spulen. So, denkt dran, passt auf euch auf, ich hab euch lieb. Wir sehen uns in der nächsten Stunde, wenn es wieder heißt. Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Ja. Alles klar, passt auf euch auf. Tschüss. Ach so, nee. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, jetzt aber reinhauen.